Aus der SPD-Fraktion der Abgeordnete Ahmetovic. Kein Dialog hier zwischen den Fraktionen, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Außenministerin, ich weiß, dass es nicht einfach ist, bei der aktuellen Lage auf ein anderes außenpolitisches Thema zu blicken. Aber wir wissen, dass seit dem 24. Februar 2022 auch wieder ein brutaler Krieg in Europa herrscht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist der Versuch, das demokratisch-freiheitliche Europa zu destabilisieren. Leider neben Osteuropa gibt es auch ein zweites potenzielles Einfallstor für autokratische Kräfte, wie zum Beispiel aus Russland, durch Proxy-Staaten Südosteuropa und damit auch die Europäische Union und unserem freiheitlichen Kontinent zu destabilisieren und für Unruhen zu sorgen. Die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo haben die letzten Wochen und Monaten weiter zugenommen. Allein im September, im Mai sind über 30 Soldatinnen und Soldaten verletzt worden, KFOR-Schutztruppen. Im September hatten wir wieder Ausschreitungen. Deshalb meine Frage an die Bundesregierung: Welche Schritte leiten wir als Bundesregierung ein, um für weitere Entspannung, um für Entspannung zu sorgen, um diese Konflikte einzudämmen, damit es nicht wieder auf dem westlichen Balkan, im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina oder anderswo, wie ähnlich wie in den 90er Jahren, zum Krieg kommt? Danke für diese wichtige Frage, weil ich teile Ihre Analyse, auch wenn ich sie jetzt aufgrund der Zeit nicht wiederholen kann, dass natürlich Instabilität in Europa maximal genutzt wird, auch von russischer Seite zur Destabilisierung. Deswegen haben wir als Bundesregierung gerade auch nach dem 24. Februar unser Engagement auf dem westlichen Balkan noch mal intensiviert. Ich möchte hier aber deutlich sagen, die Rolle, die Deutschland seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten spielt, auf dem westlichen Balkan, fortgesetzt, gerade auch von der Vorgänger-Bundeskanzlerin, ihr Engagement gerade auf dem Balkan weitergeführt über den Berliner Prozess. Was tun wir? Ich war letzten Freitag gerade im Rahmen des Berliner Prozesses mit den sechs Ländern des westlichen Balkans im Gespräch, habe intensiv auch mit dem serbischen Außenminister dort vor Ort gesprochen und deutlich gemacht, um auf den Punkt Ihrer Frage jetzt zu kommen, dass wir die serbische Regierung auffordern, dass sie all ihre Ermittlungen mit Blick auf die Anschläge auf die KFOR-Truppen, italienische übrigens vor allen Dingen mit dabei, aber auch die jüngsten Angriffe auf die Polizei, dass diese Ermittlungen von serbischer Seite intensiv verfolgt werden. Und wir haben bekanntermaßen auch unser KFOR-Engagement jetzt noch mal verstärkt. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kollege. Wunderbar.